Hallo bei Folge 27 am jetzigen Dienstag der Sims Challenge. In der Nacht von Montag auf Dienstag waren irgendwie alle Sims mehr oder weniger aktiv. Raven hat ein Mitternachtsbad geführt. Cheria hat angefangen zu malen, hat ein Level gemacht. Estelle war auch noch oben auf Toilette, hat ihr Hausaufgabenheft gesucht und dergleichen. Es ist jetzt dienstags früh. Alle fünf Sims sind mehr oder weniger wach. Und die Kinder müssen zur Schule. Und in der Zwischenzeit malt Cheria fleißig und hat mittlerweile durch ihre Gemälde einen Kontostand von 1096 Simoleons verdient. Mit dem Geld kann man eine ganze Menge anfallen. So viel Geld hatte der Haushalt, glaube ich, noch nie, außer ganz am Anfang. Aber wir sind jetzt im vierstelligen Bereich. Das ist, damit kann man eine ganze Menge anfangen. So, Cheria kann jetzt erstmal nochmal eine weitere Familien-, also eine Partygröße, Chili con Carne kochen, damit die Kinder, dann auch was zu essen auf dem Tisch haben. Estelle, die ihr Hausaufgabenheft am gestrigen Tag ja auf der Bank, vergessen hat, ist im Park und sitzt da sehr unglücklich, hat Hunger, deswegen hat sie jetzt erstmal gegrillt. Na, die anderen drei Kinder sind fröhlich. Ja, was macht Raven da? Egal, er steht doof rum. Die anderen zwei unterhalten sich schön. Ja, das ist so der jetzige Morgen bei unseren Sims. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken dieser Folge und wir schauen einfach mal, was der Tag uns hier heute bringt. Nun, Estelle geht es nicht sonderlich gut, wie man gesehen hat. Die ersten Kinder gehen zur Schule. Estelle natürlich auch, obwohl sie auf Toilette muss, sich waschen muss, essen muss und so weiter. Aber alle Kinder sind jetzt in der Schule und wir schwenken weiter auf Cheria, die ja gerade das Chili con Carne gekocht hat und es auch frühstückt. Wir räumen mal den Kindern das Geschirr kurz hinterher. Ich sehe gerade, der Herd britzelt ein wenig vor sich hin. Der wird jetzt erstmal repariert von Cheria, damit auch weitergekocht werden kann. So einmal die Teile plündern und ansonsten dann aufräumen. Ja, ist etwas mühseliger mit dem Babybauch, aber da muss sie durch. Schließlich muss sie ihre Challenge fröhlich fertig machen. Es ist ja noch bis zur 100 eine ganze Menge zu tun. Ich habe gerade schön geprahlt, dass wir jetzt im vierstelligen Bereich sind. Zack, hat das Finanzamt oder unser Rechnungsamt entdeckt, ach, die haben ja Geld. Komm, stellen wir mal eine Rechnung von 536 Simoleons. Das heißt, wir haben mehr als die Hälfte unseres Einkommens bezahlt, um wieder schuldenfrei zu sein. Sehr schöne Grundvoraussetzungen. Deswegen darf Cheria jetzt einfach mal wieder malen. Erstmal noch auf Toilette gehen. Oh, sie ist traurig. Ihre Familie ist nicht da gerade. Aber dann malt sie jetzt ein trauriges Bild. Und wir gucken mal, dass wir wieder schnell das Geld reinkriegen, was wir durch die Rechnung wieder bezahlt haben. Hui, es ist ein Meisterwerk. Dann verkaufen wir mal das Meisterwerk. Und schauen, vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr Geld als sonst. Es ist, boah, 2605 Simoleons haben wir bekommen. Gut, ich habe, ja, die Rechnung wurde bezahlt. Cheria fühlt sich unwohl, ist müde, dann soll sie erstmal schlafen. Die Kinder sind wieder zurück. Und wir haben, also, so kann der Tag weiterlaufen. Also erstmal 500 € Rechnung bezahlen. Und dann aber für das Bild 2000 Simoleons bekommen. So kann es hier weitergehen. Dafür hat sie sich jetzt eine Mütze Schlaf verdient. Und wir kümmern uns jetzt um die Kinder.
Ja, erstmal schalte ich wahrscheinlich, ja, ich sehe gerade, ich schalte gerade auf die Haushaltssammlung. Es ist schon recht gefüllt. Also die Angelseite ist noch nicht ganz so groß, aber da kann man ja noch dran arbeiten. Aber Steine und Edelsteine sind schon recht voll. Was gucke ich mir gerade da an? Die Statistik von Cheria. Sie ist 107 Mal glücklich gewesen. Und so weiter und so weiter. Jetzt bin ich wieder draußen. Ja, Raven schläft gerade auf dem Bordstein. Der soll mal aufwachen und ins Bett gehen. Auch Rita ist traurig. Dafür darf sie jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und Estelle ist auch sehr, sehr, sehr müde. Natürlich, wenn die ganze Nacht wach waren, kein Wunder, dass die müde sind. Jetzt wird erstmal ein wenig das Haus umgebaut mit unseren neu verdienten 3000 Simoleons. Einmal kriegen wir die Tür zur Terrasse. Geländer, damit die nicht runterfallen können. Können Sims eigentlich runterfallen? Ich weiß es nicht. Aber sicher ist sicher. Ach schön. Sogar in demselben Stil wie unten die Veranda. Das ist doch gut. So kann das Haus doch bleiben. Sogar an. Wahnsinn. Naja, wer 3000 Simoleons hat, der ist ja reich. Kann man auch noch mal ein Zimmer mehr gestalten. Dann komme ich nicht ganz mit der Maus zurecht, wie man sieht. Aber ich habe es geschafft. Jetzt ist auch schon zwei Drittel des Geldes wieder weg, was gerade reingekommen ist. Jetzt kriegt es wieder diese hübsche rosa Fassade. Anschließend Dach muss noch drauf. Einmal die fehlenden Steine. Die fehlenden Dielen für die Terrasse. Wie wir das Obergeschoss gestalten. Zwei Türen für das dritte Zimmer. Und wir haben immer noch 586 Simoleons. Das ist der Wahnsinn. Tapete. Es wird eine blaue Tapete. Die ist recht neutral. Das ist doch schön. Da wird dann nochmal abgetrennt. Wird da ein Badezimmer gemacht. Jedenfalls ist das Geld jetzt alle. Ja, so schnell geht das, wenn man Geld ausgibt. Aber wir haben jetzt ein neues Zimmer. Irgendwie fehlt das Dach. Jo. Dächer werden überbewertet. Ja, scheinbar machen wir jetzt doch ein Dach. Und, Dächer werden also nicht überbewertet. Ich schwumme ein wenig vor. Mittlerweile ist Estelle auch wieder im Hause. Ihr geht es, wie man sieht, recht schlecht. Sie ging ja schon am Morgen recht schlecht. Soll jetzt erstmal auf Toilette gehen, sich waschen, schlafen und so weiter. Da kümmern wir uns jetzt drum. Die anderen Kinder beschäftigen sich alleine.
Juri als Kunstner kann jetzt mal ein bisschen Geige spielen. Ja, er soll Hausaufgaben machen. Und ja, was macht Raven? Raven schläft. Ja, stimmt, er ist ja auf der Straße eingeschlafen, stimmt. Rita ist immer noch traurig und macht fleißig ihre Hausaufgaben. Und die Mutti schläft. Ja, das machen gerade die Kinder. So, Estelle ist schlafen gegangen. Juri hat Geige zu Ende gespielt. In der Zwischenzeit ist auch Cherry wach geworden und sitzt da hinten in der Badewanne. Es ist jetzt auch schon Viertel vor 10 abends. Naja, wenn Cherry den ganzen Tag schläft, muss sie auch irgendwann wach werden. Ich sehe gerade, sie hat sich wahrscheinlich in die Hose gemacht, weil dieses Hosensymbol unten in der Leiste steht. Ja, konnte sie leider nicht mehr einhalten. Gut, Juri sträucht noch rum und Cheria, da sie ja gerade wach geworden ist, sie kann jetzt auch erstmal ihre Bedürfnisse stillen und erstmal was essen. Und ja, dann, ich glaube, wir brauchen demnächst mal ein paar Lampen in dem Haushalt, ne? Es ist recht dunkel hier. Ich spule mal ein wenig vor, solange die beiden noch wach sind. Gut, die Wehen haben eingesetzt, um es mitten in der Nacht und ja, jetzt kommt das fünfte Baby. Deswegen würde ich sagen, das gucken wir uns noch an, bis wir den Tag beenden und gucken, wird es jetzt ein Mädchen, wird es jetzt ein Junge? Raven ist mittlerweile wach, Juri ist eingeschlafen, es ist ein Mädchen geworden. Gut, dann wird dieses Mädchen jetzt Judith heißen. Um unserer Tradition von Tales of treu zu bleiben. Judith kommt nach Hause. Es ist ein Einzelkind, kein Zwilling. Und ja, ich glaube, es ist Cheria ist relativ stolz. Und auch der Vater, es ist Don Lothario noch. Wer sich noch erinnert an das Techtelmechtel, das ist dieser alte Knacker gewesen. Ich finde, das ist jetzt diesmal ein guter Zeitpunkt, den Tag der Sims zu beenden. Es war ein sehr langer Dienstag, es ist viel passiert. Und ich denke, in der nächsten Folge passiert noch mehr. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der Folge 28 wieder. Bis dann, tschüss!